Good morning von der Ostasch Nummer 54 und das ist Siri, dein neuer Mensch. Gestern habe ich geredet von Gott sein Gut und dort ist aus ein Schwert, was wir berücken tun in uns jährlichen Kampf. Über der letzte Satzteil habe ich geredet von den verschiedenen Gewehren, was wir berücken sollen in den Kampf, wo wir bei sind, gegen die Beisemachten von einem Diesterin. Nun von der, weil wir reden von dem Eindenk, was das alles sozusagen verbinden wird, und wo der Spiel auch Kraft kriegen tun, oder wo der alles hier wären Kraft kriegen tun. So, wenn wir lesen, auf diese Kapitel saß, Vers 18. Dit tut alle im Gebet, und bet Gott am Haupt. Bet immer, wann der Jest je tut zu Unmut. Blieft wacke, und jeft nicht nur mit beten. Bet für alle, die zu Gott sein Volk, je hirn. Dort Gebet ist, was das alle bekraftigen wird. Dort Gebet ist unsere Verbindung mit Gott. Das ist, wo unsere Kraft kriegen wird. Wenn wir unser Gebetsleben schwach luten tun, dann wollen alle sie Gewehren immer schwach bleiben. Wir müssen anhören sein im Gebet. Nicht hier im Plotitsch sage ich, dort bet immer, wenn der Jest in Dutau anmund. Andere Übersetzungen, die sagen, dort immer im Jest beten. Und du sind auch einzige Menschen, die haben nicht verbunden, mit wann die Bibel reden wird von einem Tungenbeten. Aber ich glaube nicht, dass wovon Paulus hier so reden wird. Wegen den 1. Korinther, du mir auch Paulus dort klar, dort nicht alle Menschen haben die Gut zum einem Tungen reden. Oder einem Tungenbeten. Und aber hier so redet Paulus von dem, so ist, wenn alle Menschen sollen und alle Christen, die sollen im Jest beten. Alle Christen sollen so stet sein, so ist Paulus hiervon reden wird. Jesus hat die früh beim Baum Mühe gesagt, dort Gott seine Worte anbeten, der den Gott im Jest und in der Wahrheit anbeten. Und ich glaube, das ist auch verbunden mit, wo Paulus hier so auch von reden wird. Unsere Gebeter, die müssen auch mit der Wahrheit verbunden sein. Die müssen auch verbunden sein mit den Dingen, die der Jest uns auch wiesen wird und die Jest uns offenbaren wird. Nicht bloß von Buben Eva, wie man ernstlich beten, wie man ernstlich Gott sehen, wie man horchen. Was wiest Gott mir? Was sagt er mir, der ich den sein Jest? Was offenbart er, der ich den sein Wort zu mir? Und wir müssen so beten. Ich glaube, dort ist, wovon Paulus hier so auch reden wird. Und wir müssen noch wacker sein, wann wir beten. Oder das heißt, bleibt wacker und jift nicht nur mit beten. Was sind die Dinge, wo Gott uns wiesen wird? Was sind die Dinge, die rum uns passieren wird? Wo prüft der Feind uns vielleicht anzugreifen? Wo wies der Jest uns? Wir müssen wacker sein, ob wir diese Dinge sein können und auch du nur beten. Sieht wacker, du beten zu alle Zeiten, dann sage ich dir hier so auch, dass wir sagen, für all die Beten, die zu Gott sein Volk gehören werden. Gott hat uns den sein Jest gegeben. Den sein Jest ist gegeben worden, um uns leiden, um uns halten, um uns Dinge wiesen und offenbaren. Gott sein Jest offenbart den sein Wort zu uns. Und Gott sein Jest, der uns auch leiden und Gott sein Willen für uns. Und ich habe zwei Fragen für dich von dir. Erstens ist, dass du deine Gewehren steuern, der ist das Gebet. Und zweitens, dass du auch beten für andere gläubige Menschen. Nachmal ist das leicht für uns, oder wenigstens für mich, dort wie leicht für jeden dann dort das Gebet ein Unterschied merken wird, wegen dort erst nicht einmal dort physische, was wir anschieren tun, in unsere Gebete. Aber Paulus lehrt uns hier so sehr klar, dort unsere Gebete, die merken einen Einfluss in die erste Welt. Und die Dinge, die in der erste Welt passieren tun, so eine Dinge, tun unsere physische Welt auch beeinflussen. So werden wir dort nicht für jeden, noch Gott die Segen, wir sehen uns morgen zum Mars.